Wir zeigen dir in diesem Video, wie du bei Windows die Symbole deiner Ordner anpassen kannst. Angenommen, du hast einen Ordner mit Urlaubsbildern. Mach jetzt einen Rechtsklick auf diesen Ordner. Jetzt kannst du runtergehen auf den Punkt Eigenschaften. Hier gehst du auf den rechten Reiter Anpassen. Unten klickst du dann jetzt auf anderes Symbol. Hier kannst du jetzt aus allen möglichen Windows-Icons wählen. Und in diesem Fall nehmen wir das Standard-Icon für Bilder. Jetzt klickst du noch auf Übernehmen und das Bild deines Ordners hat sich geändert. So sieht man auf den ersten Blick jetzt nicht mehr unbedingt, dass das Ganze ein Ordner ist. Das Ganze funktioniert natürlich für alle Ordner in deinem Dateisystem. Mit diesen Icons kann man einfach mal ein bisschen rumspielen. Im besten Fall hilft es dir sogar, dein PC besser zu sortieren oder vielleicht sieht es auch einfach nur nett aus. Wie findest du die Funktion? Schreib uns das gerne mal in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Video.